Guten Morgen und herzlich willkommen mit allem und so, wie es jetzt ist. Wir warten mal noch einen kleinen Augenblick. Gelegenheit nochmal zu schauen, hast du alles, was du brauchst jetzt für die nächste Stunde? Bist du bequem genug? Ist ja eine Zeit, die du jetzt mit dir selbst verbringst. Zeit, wo du achtsame und freundschaftliche Hinwendung zu dir selbst üben kannst. Oder einfach genauso sein kannst, wie du bist, von Augenblick zu Augenblick. Und das sind schon wesentliche Elemente von Achtsamkeit. Heute wollen wir uns mit Körperachtsamkeit beschäftigen. Also, was bringt es mir, wenn ich diese milde und freundliche Aufmerksamkeit auf meinen Körper lenke, wenn ich mich dem Körper zuwende, auf diese nicht urteilende Art und Weise. Und dann wollen wir jetzt im Laufe der nächsten Module, also Donnerstag, nächste Woche und übernächste Woche, uns noch mit den Elementen des Geistes, der Gefühle und Emotionen, der Beziehungen und dem Planeten als Ganzes beschäftigen. Krisen, so wie jetzt die Corona-Krise, die zwingen uns ja immer auf eine bestimmte Art und Weise das Leben anders zu gestalten. Und meine Bewegung, die sagt mir auch schon, wo geht denn diese Reise dann hin? Ist eine Herausforderung, ist wie so eine Disruption, wie eine Öffnung, wo wir eingeladen sind, die Aufmerksamkeit nach innen zu wenden, vielleicht uns selber ein bisschen mehr zu erkunden. Wie reagiere ich denn auf diese Herausforderungen? Und da kann Achtsamkeit unglaublich hilfreich sein. Hilfreich sein insofern, als dass wir wirklich Fokus und Aufmerksamkeit auf das Wesentliche lernen können. Wir können unsere Präsenz deutlich mehr entwickeln, diese Fähigkeit da zu sein und da zu bleiben auch. Und natürlich auch Stress zu reduzieren mit all seinen Auswirkungen. Und heute wollen wir uns mit Körperachtsamkeit beschäftigen. Ja, willkommen nochmal. Und dann nimm mal eine bequeme Position ein, entweder im Sitzen oder auch im Liegen, wenn das für dich angenehm ist. Wenn du magst, kannst du einfach mal spüren, wie du jetzt hier sitzt oder liegst. Vor allem, wo der Körper Kontakt mit dem Boden hat. Mit der Matte oder mit dem Stuhl, mit dem Kissen. Vielleicht magst du die Augen schließen. Einfach mal innehalten. Stoppen. Aufzuhören, etwas zu tun und dann zu sehen, was entsteht. Gibt es vielleicht gerade in deinem Umfeld Geräusche und Töne? Was kannst du hören? Auch mal die Stille hören. Und dann mache dir mal ein Bild von deinem Körper, so wie du jetzt hier sitzt oder liegst, als ob du von oben auf dich hinabblicken könntest. Wie sitzt du jetzt hier? Wie liegst du gerade hier? Und lenke dann deine Aufmerksamkeit mehr und mehr in die Körperempfindungen hinein. Zum Kopf. Und zum Oberkörper, zu den Armen und Händen.
zu Brust und Bauch, zum Rücken, zu den Beinen und Füßen. Einfach mal so mit der Aufmerksamkeit streifen, mit Neugierde. Was kann ich da jetzt gerade spüren in diesem Moment? Und vielleicht gibt es gerade irgendwo angenehme Empfindungen. Ruhig mal hinspüren. Fühlt es sich irgendwo im Körper jetzt gerade angenehm an? Gibt es vielleicht auch gerade gewöhnliche Empfindungen? Vielleicht der Kontakt des Unterkörpers zur Matte oder zum Stuhl, zum Boden. Empfindungen, denen wir normalerweise keine Aufmerksamkeit schenken. Und gibt es vielleicht auch gerade unangenehme Körperempfindungen? Irgendetwas ist vielleicht noch müde oder verspannt im Körper. Und lass mal alles genauso sein, wie es gerade ist. Die angenehmen, die gewöhnlichen, die unangenehmen Empfindungen einfach da sein lassen, nicht verändern. Diese Neigung zu präferieren, einfach mal sein lassen. Diese gewohnheitsmäßige Reaktion, Dinge zu verändern, wenn sie unangenehm sind, einfach mal sein lassen, nur für diesen Augenblick. Und dann nimm einen tiefen Atemzug, wenn du magst, und komm mal zurück mit deiner Aufmerksamkeit. Ja, Achtsamkeit hat unglaublich viel eben mit diesen drei Elementen zu tun, die wir jetzt gerade schon geübt haben. Innehalten, sehen, was dann entsteht, also wahrnehmen und darauf mit milde Antworten, mit Raum sein lassen. Willkommen heißen mit allem, was gerade ist. Und nur für diesen Augenblick, denn Achtsamkeit ist ein Leben, von Augenblick zu Augenblick zu Augenblick und so gut es geht. Der Körper liebt unsere Aufmerksamkeit. Die Wissenschaft hat ja festgestellt, dass Körperachtsamkeit unser Immunsystem stärkt. Ganz, ganz wichtig. Und wenn wir dann mit Neugierde obendrein unseren Körper mit Aufmerksamkeit erforschen, durchforschen, wie wir das gleich in der längeren Übung durchführen wollen, was spüre ich jetzt gerade und wie reagiere ich darauf? Dann lerne ich gleichzeitig auch meine Aufmerksamkeit im Körper zu halten und entspannt und wach zu sein. Und dann bring deinen Körper nochmal in eine vielleicht etwas bequemere Position, vielleicht auch in eine etwas aufrechtere Position. Die folgende Übung dauert jetzt ungefähr 20 Minuten. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen, wenn das für dich angenehm ist. Spür mal, wie liegst du jetzt hier, wie sitzt du jetzt hier?
Prüf nochmal, ob du gut sitzt, ob du gut liegst. Wenn du magst, dann schenke dir mal 3 tiefe, lange und sanfte Atemzüge. Es gibt nichts zu leisten, nichts zu tun, nichts zu erreichen. Erlaube dir einfach hier zu sein. Vielleicht kannst du dich deinem Atem nähern wie einem scheuen Tier oder einem kleinen Kind, einem geliebten Kind. Mit Behutsamkeit und mit Neugier. Wo im Körper kannst du den Atem jetzt gerade leicht und deutlich spüren? Vielleicht im Bereich der Nasenöffnungen oder mehr im Brustraum oder im Bauchraum. Einfach mal für einige Augenblicke spüren, wie der Atem den Körper nährt und erfrischt. Und wenn du mit der Aufmerksamkeit abschweifst, dich in Gedanken verlierst oder auch in Geräuschen oder Tönen, dann ist das völlig in Ordnung, das ist ganz normal. Führe die Aufmerksamkeit dann ganz milde zurück zum Atemerleben. Einfach hier sitzen, hier liegen und atmen. Und dann, wenn du bereit bist, lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen rechten Fuß. Spüre einfach mal, so gut es geht, alle Empfindungen in deinem rechten Fuß. Vielleicht ist da Kühle oder Wärme, vielleicht Druck, Kontakt. Vielleicht kannst du auch nichts oder nichts Besonderes spüren. Lass die Empfindungen einfach so, wie sie gerade sind. Mit deinem Bewusstsein, mit deiner Aufmerksamkeit, die Empfindungen im rechten Fuß erkunden. Dann milde weiter wandern zum rechten Unterschenkel. Das Schienbein, die Wade. Vielleicht den Kontakt zur Kleidung oder zur Unterlage spüren.
so gut es geht. Vielleicht dir vorstellen, als ob du den rechten Unterschenkel mit deinem Bewusstsein füllen könntest, mit deiner Achtsamkeit. Dann führe die Aufmerksamkeit zum rechten Knie. Lass dich auch dort mal alle Empfindungen erkunden, mit Neugier. Was kann ich da jetzt spüren, in diesem Moment? Und weiter wandern zum rechten Oberschenkel mit deiner Aufmerksamkeit bis zur Leiste. Vielleicht die Haut in Kontakt zur Kleidung, vielleicht den Muskel darunter, vielleicht sogar den Knochen in der Tiefe. Einfach nur die Empfindungen wahrnehmen und sein lassen. Egal wie groß oder wie klein sie sind. Komme jetzt in Kontakt mit deiner Atmung und dann lass dich mal mit einer Ausatmung das ganze rechte Bein spüren, in diesem Moment. Und was immer du jetzt wahrnimmst oder auch nicht, ist völlig in Ordnung. Nun lenke die Aufmerksamkeit zur rechten Hand. Spüre die Empfindungen der rechten Hand, die Finger, die Handfläche, das Handgelenk, außen und innen, Präsenz und Bewusstsein in der rechten Hand. Dann neugierig weiter wandern mit der Aufmerksamkeit zum Unterarm, außen und innen. Wie sind die Empfindungen dort jetzt? Erspüre auch mal den rechten Ellenbogen. Den rechten Oberarm. Lass dir Zeit, alle Empfindungen dort zu erkunden. Und lenke die Aufmerksamkeit jetzt zur rechten Schulter. Einfach wahrnehmen mit milder Aufmerksamkeit, was du da jetzt spüren kannst in diesem Augenblick. Und dann komme in Kontakt mit deiner Atmung und lasse dich mit einer nächsten Ausatmung den ganzen rechten Arm und die rechte Hand wahrnehmen.
und mit viel Freundschaftlichkeit. Für dich selbst, für diesen Augenblick, für deinen Körper mal rüberwandern zur linken Schulter. Behutsames Erkunden der Empfindungen. Außen und innen. Präsenz, Bewusstsein in der rechten Schulter. Nicht mehr und nicht weniger. Lenke jetzt die Aufmerksamkeit hinab von der linken Schulter zum linken Unterarm. Dann nochmal rauf zum Oberarm. Vielleicht den Kontakt zur Kleidung. Alle Empfindungen im linken Oberarm spüren. Weiter wandern zum linken Ellenbogen. Lass deine neugierige Aufmerksamkeit sich dort sozusagen ausbreiten. Alle Empfindungen erkunden. Dann nochmal zum Unterarm. Nun spüre, so gut es geht, alle Empfindungen in deiner linken Hand. Die Finger, die Handflächen, außen und innen, das linke Handgelenk. Vielleicht mit einem Atemzug, mit einer nächsten Ausatmung, mal den ganzen linken Arm und die linke Hand spüren, so gut es geht. Nun bring die Aufmerksamkeit freundlich zum linken Oberschenkel. Von der Leiste behutsam und milde abwärts bis zum linken Knie. Die Empfindungen vielleicht der Haut in Kontakt zur Kleidung, zur Unterlage. Den Muskel darunter, vielleicht den Knochen in der Tiefe und die Empfindungen genauso sein lassen, wie sie gerade sind. Präsenz und Bewusstsein im linken Oberschenkel in diesem Augenblick. Nun das linke Knie erkunden. Was kannst du da jetzt spüren? Die
Kniescheibe, die Kniekehle, Innen- und Außenseite des linken Knies. Auch mal ins Kniegelenk reinspüren. Und dann deine Aufmerksamkeit hinabgleiten lassen zum linken Unterschenkel. Schienbein, Wade. Erlebe nun die Empfindungen im linken Fuß, in den Zehen, im Fußrücken, der Ferse. Spüre einfach deinen linken Fuß so, wie er ist. Und wenn du abschweifen solltest, kurz innehalten. Was hat mich gerade abgelenkt? Einfach nur wahrnehmen, willkommen heißen. Und dann die Aufmerksamkeit behutsam und konsequent zurückführen zu deinen Empfindungen im linken Fuß. Und jetzt weite dein Gewahrsein mal aus, also von der Aufmerksamkeit auf einzelne Körperregionen hin zum Gewahrsein mehrerer Körperregionen gleichzeitig. Spüre jetzt mal beide Füße gleichzeitig. Einfach nur die Aufmerksamkeit dorthin lenken und die Füße wahrnehmen. Und dann beide Unterschenkel. Und beide Knie. Die Oberschenkel beide Hände beide Unterarme beide Ellenbogen, die Oberarme links und rechts, und beide Schultern. Spüre einfach, so gut es geht, beide Beine und beide Arme gleichzeitig. Wie ein sicherer Rahmen, eine Umrahmung mit deiner Präsenz, mit deinem Bewusstsein in beiden Armen und Beinen.
eine Art Präsenz, die dich in der Gegenwart hält. Die dir hilft, aus Vergangenheit oder Zukunft immer wieder in diesen Augenblick zurückzukommen. Die dir helfen kann, dich zu erden und aufmerksam zu sein. Für das, was dich gerade beschäftigt, vielleicht für das, was gerade wesentlich ist. Oder wohin du deine Aufmerksamkeit lenken möchtest. Dann weite dieses Feld deiner Aufmerksamkeit aus auf deinen ganzen Körper. Auf dein Gesicht und auf den Kopf. Auf den Hals. Und den Nacken. Auf deinen Brustraum, den Herzraum. Auf den Oberbauch, den Unterbauch, den ganzen Bauchraum. Diese wohlwollende Präsenz, sich wie im Bauch ausbreiten lassen. Und dann spüre auch nochmal den ganzen Rücken, so von der Lendenwirbelsäule aufwärts bis zum Nackengebiet. Und lass dieses Feld Gewahrsein sich wirklich ausdehnen. Überall hin. Den ganzen Rücken rauf und wieder runter. Spür mal jetzt in diesem Augenblick den ganzen Körper, alle Empfindungen. Deinen Körper in seiner Ganzheit wahrnehmen. So wie du jetzt hier sitzt, so wie du jetzt hier liegst. Inklusive deiner Gedanken, deiner Stimmungen, was immer jetzt gerade auftaucht oder schon seit einer Weile verbleibt. Wieder vergeht. Und weite dein Feld der Aufmerksamkeit noch etwas weiter aus, über die Körpergrenzen hinaus, hin zu den Geräuschen, zu den Tönen. Oder auch zur Stille, in diesem Augenblick.
Dann, wenn du bereit bist, wenn deine Augen geschlossen sind, öffne deine Augen einmal einen Spalt weit. Mit so einem weiten Blick. Und lasse die Farben hinein und die Formen, die Strukturen. Während du auch die Geräusche und Töne wahrnehmen kannst und deinen Körper. Ein einfaches Schauen, was ist in diesem Augenblick. Du kannst doch mal umherschauen. Was trifft da gerade in dein Blickfeld ein? Kannst du präsent bleiben dabei, mit deinem Körper verbunden? Probier mal aus, zu schauen, während du gleichzeitig Arme und Beine spürst. Funktioniert das? Gibt es gerade Geräusche oder Töne? Kannst du diese hören, während du in Kontakt mit deinen Körperempfindungen bleiben kannst? Schauen und hören und spüren. Spüren, hören und schauen. Von Augenblick zu Augenblick. Dann schließ nochmal die Augen, wenn das für dich angenehm ist. Löse dich aus der Übung. Lass dich genauso sein, wie du jetzt bist. Und lass auch deine Umgebung so sein, wie sie ist. Und sei es nur für diesen Moment. Einfach mal alles genauso sein lassen. Wie fühlst du dich jetzt? Wie geht es dir? Der gleichen Neugierde, mit der gleichen Milde, wie du deinen Körper erkundet hast gerade. Auch mal deine Stimmung erkunden. Gibt es da vielleicht gerade Angenehmes? Vielleicht kannst du auch nichts Besonderes gerade empfinden. Vielleicht gibt es auch gerade sowas wie eine unangenehme Stimmung. Und auch das ist völlig in Ordnung. Lass mal dich sein für diesen Moment. Siehe, wie wenn du in deinem Körper ruhst, in dieser stabilen Verbindung
zu deinem Körper, wie deine Stimmungen auftauchen können und wieder vergehen können, vielleicht eine Weile verbleiben, aber sich eigentlich andauernd verändern. Gibt es gerade vielleicht Gedanken oder Bilder, Pläne für deinen Tag oder Reflexionen? Was macht dein Geist gerade in diesem Augenblick? Mit viel Freundlichkeit. Auch die Gedanken genauso sein lassen, wie sie gerade sind. Einfach nur hier sein, anwesend sein. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, Körperachtsamkeit. Was haben wir gerade gemacht? Wir haben innegehalten, also aufgehört, etwas zu tun, etwas zu leisten oder zu erreichen. Und dann haben wir unsere Aufmerksamkeit auf die körperlichen Empfindungen gelenkt. Zunächst mal auf den Atem, ein wunderbares Instrument, ein sehr lebendiges Instrument, der nährt unseren Körper, verlässlicher, treuer Freund von Geburt an, immer bei uns, sehr lebendiges Objekt, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken können. Der Atem kann uns nähren, erfrischen, aber auch beruhigen, wenn wir die Aufmerksamkeit auf den Ausatem lenken. Und dann haben wir die Aufmerksamkeit vom rechten Fuß über das rechte Bein, die rechte Hand über die rechte Schulter, die linke Schulter, den linken Arm, die linke Hand, den linken Oberschenkel, Unterschenkel, den linken Fuß gelenkt. Der Sensing Loop. Präsenz und Bewusstsein in beiden Beinen, in beiden Armen, kann uns helfen, unsere Aufmerksamkeit stabil im Körper und im Hier und Jetzt zu halten. Wie so ein verlässlicher Rahmen, der uns hält, wo wir uns dann spüren können, wo wir unsere Geistesaktivitäten spüren können, unsere emotionalen Aktivitäten, unsere Körperaktivitäten. Und auch Subtileres darüber wahrnehmen, ne? Subtilere Empfindungen.
wie so ein verlässlicher Rahmen, in dem dann alles auftaucht, eine Weile bleibt und auch wieder vergehen kann. Und wenn wir auf die Art und Weise regelmäßig den Körper spüren, dann fokussieren wir besser, das Immunsystem regeneriert sich. Diese Fähigkeit, wach zu sein, aber auch entspannt zu sein, gleichzeitig wird geschult. Und diese Fähigkeit, sich auch aus der Vogelperspektive zu beobachten, wie von oben hinab und selber wahrzunehmen. Und vielleicht gelingt es dir im Alltag immer mal wieder, deine Arme und Beine zu spüren oder auch den Körper als Ganzes. Wenn du in der Warteschlange irgendwo stehst, wenn du deinen Mundschutz anziehen musst, weil das im Moment leider noch, was heißt leider, ist auch wieder eine Bewertung, ne? Weil das im Moment einfach so ist. Deine Reaktionen dabei beobachtend und immer wieder zurückzukommen zum Körper, zu deinem Zuhause und von Augenblick zu Augenblick. In diesem Sinne noch einmal herzlich willkommen mit allem und so, wie es jetzt ist. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen oder Rückmeldungen. Vielleicht mag sich noch wer dazuschalten. Gelegenheit, jetzt noch mal Fragen zu stellen oder eine Rückmeldung. Entweder schriftlich oder auch live. Dann kannst du, wenn du magst, so wie du jetzt hier sitzt oder so wie du jetzt hier liegst, auch nochmal die Augen schließen. Nochmal einen Atemzug nehmen. Eine weitere Variante des Sensing Loops ist der Bodyscan, wenn wir Energie brauchen, wenn wir sehr müde oder abgespannt sind, dann lenken wir unsere Aufmerksamkeit von den Füßen langsam aufwärts. Bring mal deine Aufmerksamkeit zu beiden Füßen. Spür mal die Empfindungen in den Füßen. So gut es geht. Bisschen so wie eine Antenne sein, die alle Empfindungen einfach registriert. Die Zehen, die Fußrücken, die Fersen. Und dann mit der Einatmung die Aufmerksamkeit etwas höher lenken zu den Unterschenkeln. Die Empfindungen in den Unterschenkeln spüren.
Und mit der nächsten Einatmung beide Knie spüren. Alle Empfindungen, wie auch immer sie gerade sind. Und nochmal einatmend die Oberschenkel spüren. Und mit der nächsten Einatmung auch den ganzen Beckenraum wahrnehmen. Das Gesäß und den Schoß. Und mit der folgenden Einatmung die ganze Rückenpartie spüren, von der Lendenwirbelsäule aufwärts bis hoch zum Nacken, bis hoch zu den Schulterblättern. Alle Empfindungen mit der Einatmung den ganzen Rücken hinauf. Und mit der nächsten Einatmung auch den Bauchraum spüren. Den Bauch sich mal ausdehnen lassen mit der Einatmung. Der Ausatem geht dann von ganz alleine. Mit der nächsten Einatmung auch den Herz und den Brustraum spüren. Und ausatmen. Und dann mit der Einatmung beide Hände, die Unterarme und Oberarme, beide Schultern. Und mit der nächsten Einatmung dein Gesicht, deinen Kopf. Und nochmal so durch den ganzen Körper, von den Füßen zu den Beinen, zum Becken, zur Brust, den ganzen Rücken hinauf. Die Arme, die Schultern, Gesicht und Kopf. Und wieder den Körper als Ganzes spüren. Wahrnehmen, wie es jetzt ist. Präsenz und Bewusstsein im ganzen Körper. Und jetzt zum Abschluss schenke dir nochmal eine ganz wohlwollende Dusche der Achtsamkeit. Vom Kopf hinab bis zu den Füßen. Das ist eine ganz schöne Übung, um runterzukommen, auszuschnaufen sozusagen, deine Aufmerksamkeit von den geistes- und emotionalen Aktivitäten hinab, von oben nach unten, bis zu den Füßen zu bringen. Schenke also nochmal deinem Gesicht und deinem Kopf diese liebevolle Aufmerksamkeit, diese Präsenz. Einfach nur spüren, wie es jetzt gerade ist. Dort. Kopf und Gesicht wahrnehmen. Und Hals und Nacken spüren. Schultern, Arme und Hände. Und Brust und Bauch.
und den ganzen Rücken hinab. Mit jeder Ausatmung ein kleines bisschen weiter den Körper hinab. Zu den Oberschenkeln, den Knien, den Unterschenkeln und den Füßen. Und lass dich genauso sein, wie du jetzt bist. Und komm zurück mit deiner Aufmerksamkeit in diesen neuen Augenblick. Ja, vielleicht konnten dir die Übungen irgendwie helfen, ein bisschen unterstützend sein, diese milde und nicht wertende Aufmerksamkeit dem Körper zu schenken. Entweder einmal rum oder von unten nach oben oder von oben nach unten. Im Einklang mit der Atmung, mit dieser milde und nicht urteilenden Aufmerksamkeit. Und wir haben das aufgezeichnet. Das heißt, wenn du magst, kannst du auch über den Uta-Kanal bei YouTube dir diese Übung immer wieder anhören. Und dann freue ich mich, euch oder dich am Donnerstag vielleicht wieder zu sehen. Abschließend nochmal einen Gong. Vielen Dank.